So, herzlich willkommen zu unserer Yogastunde heute. Und zwar, wir brauchen für die heutige Stunde einen Gurt, die Klötze, die Decke. Bring die Füße, Fußsohlen zueinander. Schau, dass die Fersen exakt auf einer Linie sind und dass da, wo die Füße sich berühren, wirklich eure Körpermitte ist. Dann eine große Schlaufe vom Gurt, einmal um den Körper. Um die Beine. Festziehen. Den Gurt richtig weit runter an den Beckenkamm. Und das ist die Stelle, wo jetzt auch der Klotz hinkommt. Das heißt, wenn du dich zurücklegst, leg den Klotz an den Gurt ran. Leg dich langsam, vorsichtig über den Klotz drüber. Arme über den Kopf. Schließt eure Augen. Atmet durch die Nase ein, durch die Nase aus. Kommt erstmal an in dieser Position, das heißt, das Gesäß hat Kontakt zum Boden. Die Schultern haben Kontakt zum Boden. Euer Kinn zieht Richtung Hals, sodass sich die Rückseite vom Hals streckt. Beobachte den Platz, der an der Vorderseite von deinem Rumpf entstanden ist, an deinem Bauch. Nutz den Platz, um tief in den Bauch hineinzuatmen. Lass das so weit wie möglich Richtung Boden sinken, sodass sich die Hüften und die Leisten öffnen. Drei Atemzüge hier. So, dann sind die letzten drei Atemzüge vorbei. Bring die Ellenbogen zur Seite, setz sie eng am Körper auf, schieb die Ellenbogen nach unten, dass ihr euch mit geradem Rücken nach oben drückt. Löst die Schlaufe vom Gurt und schiebt gleich beide Beine lang nach vorne ins Dandasana, Startposition. So, Füße schiebt dagegen eine imaginäre Wand, Innenseiten der Füße vor, Fersen vor, Schambein runter, Brustbein hoch, so dass er ganz stolz, ganz aufgerichtet sitzt. Dann gleich rechter Fuß und das linke Knie. Lass den Fuß an der Seite rausschauen, Fußsohle senkrecht zum Boden, parallel nach außen. Ohne dass sich rechts bewegt, links vorne dran, weit nach außen, sodass Fersen und Knie auf einer Höhe sind. Dann beide Hüften parallel nach vorne, das heißt in den meisten Fällen so ein kleines bisschen nach rechts rutschen. Arme an die Innenseiten der Knie, ganz leicht Druck auf die Knie und komm vorwärts. So, beobachte, je mehr ihr nach vorne kippt, umso mehr Gewicht kommt über die Arme in die Beine. Damit schiebt ihr euch die Knie Richtung Boden und je weiter eure Knie Richtung Boden sinken, umso leichter ist es mit langen geraden Rücken nach vorne zu kommen.
nicht weiter. Setzt die Hände schulterbreit vor euch auf. Atmet ein, zieht euch raus, bringt Länge in die Vorderseite vom Rumpf. Atme aus, entweder auf einer Skala von 1 bis 10, kommt auf die Stufe 7 oder wenn das möglich ist, Ellbogen ganz nach unten gegen das vordere Schienbein schieben, um euch mehr rauszuziehen. Egal welche Variante ihr gewählt habt, es geht darum, dass ihr die Brustwirbelsäule nach vorne bringt. Schultern weg vom Ohr. Dann diejenigen, die die Ellenbogen gegen das Schienbein geschoben haben, löst die Arme, streckt die Arme. Letzten 5 Atemzüge hier, letzten 3 auf eurer Stufe 10 Maximum. Einmal an die persönliche Grenze rangehen. Jetzt sind eure letzten 5 Atemzüge vorbei. Atme ein, komm nach oben, lass die Beine wie sie sind. Verschränk die Hände hinter deinem Rücken, ohne drüber nachzudenken. Streckt die Arme, hebt die Arme, hebt das Brustbein, sodass er erstmal ganz stolz, ganz aufgerichtet bleibt. Falls jemand schwanger ist, dann bleibt ihr in dieser Position, beziehungsweise wenn jemand nicht nach vorne kippen kann, bleibt auch in dieser Position. Und wer, für wen es möglich ist, mit geradem Rücken nach vorne zu kippen, kippt so weit wie möglich nach vorne und jetzt zieh deine Arme nach hinten und nach oben. Außenseiten der Schulterblätter, Außenseiten der Oberarme dreht er zurück, sodass die Schulterblätter an die Wirbelsäule ranziehen. Schlüsselbeine vorne sollen auseinanderziehen, Schulterblätter hinten sollen zueinander schieben. Wenn es möglich ist, zieh auch ganz leicht die Handballen zueinander. Letzten 3 Atemzüge hier. Dann sind die letzten 3 Atemzüge vorbei. Richte dich vorsichtig auf. Kreis die Schultern zurück. Und von hier in dieser Position leg dich auf den Rücken zurück. Das heißt, ihr schiebt, wenn ihr liegt, das Becken mit dem Steißbein zu den Füßen. Schambein zieht Richtung Bauchnabel. So dass der untere Rücken sich auf die Matte anschmiegt. Knie lasse trotzdem so weit wie möglich Richtung Boden sinken. Und von hier bring die Arme über den Kopf. Arme legt er ab, Schultern sollten Kontakt zum Boden haben. Kinn Richtung Hals. Schiebst, umso intensiver wird die Öffnung an den Hüften, an den Leisten, an der Innenseite diesmal. Und obwohl du den unteren Rücken in die Matte hineinschiebst, lässt du die Knie trotzdem so weit wie möglich Richtung Boden sinken. Sitzende Position zurück, setzt die Ellbogen enger am Körper auf, drückt die nach unten, drückt euch mit geradem Rücken nach oben, beide Beine lang nach vorne.
vorne ins Dandasana, Startposition. So, von hier wechsel die Seite, das heißt, jetzt kommt der linke Fuß als erstes unter das rechte Knie. Lass den Fuß an der Seite wieder rausschauen, Fußsohle senkrecht und parallel. Ohne dass sich links bewegt, rechts vorne dran, weit nach außen, sodass Fers und Knie auf einer Höhe sind. Schau, dass beide Hüften parallel nach vorne ausgerichtet sind, das heißt, diesmal müssen wir mit dem Gesäß so ein bisschen nach links. Arme bringt er an die Innenseiten der Knie, ganz leicht Druck auf die Knie und kommt vorwärts. So, Schultern schiebt er weg vom Ohr, Kinn zieht Richtung Hals. Gekippt mit langem, geradem Rücken nach vorne. Und beobachte, je mehr du nach vorne kippst, umso mehr schieben deine Arme, deine Knie nach außen und nach unten. Und je weiter die Knie nach außen und nach unten geschoben sind, umso leichter ist es, mit langem, geradem Rücken nach vorne zu kommen. In dem Moment, wo eure Knie nicht weiter sinken, Hände schulterbreit vor euch aufsetzen. Atmet ein, zieht euch raus, bringt Länge in die Vorderseite vom Rumpf. Atme aus, entweder auf dieser Skala von 1 bis 10, komme auf die Stufe 7 oder bring die Ellenbogen nach unten, schieb sie gegen das vordere Schienbein, um dich hier mehr rauszuziehen. Beobachtet, dass die Brustwirbelsäule nach vorne kommt. Dann diejenigen, die die Ellbogen gegen das Schienbein geschoben haben, löst die Arme, streckt die Arme. Jetzt kommen alle auf dieser Skala von 1 bis 10 auf die Stufe 7. Fünf Atemzüge hier und die letzten drei auf eurer Stufe 10 Maximum. So, sind die letzten fünf Atemzüge vorbei. Atme ein, komm nach oben, lass die Beine wieder wie sie sind. Verschränk die Hände hinter deinem Rücken auf die ungewohnte Art und Weise, also dieser andere kleine Finger muss nach unten. Als erstes streck die Arme, heb die Arme, heb das Brustbein. Dreh die Außenseiten der Oberarme zurück, um dich vorne am Brustkorb zu öffnen. So, und von hier entscheide, kannst du nach vorne kommen mit geradem Rücken oder geht das nicht? Wenn das nicht geht, ist deine Position hier. Wenn das möglich ist, kippst du nach vorne. Und jetzt ziehst du dann die Arme mehr Richtung Decke. Also je mehr du nach vorne kippst, umso mehr müssen die Arme Richtung Decke ziehen. Wichtig ist, die Arme sind gestreckt. Ihr zieht ganz leicht die Handballen zueinander. Und so weit wie möglich die Hände nach oben. Letzten drei Atemzüge hier. So, und sind die vorbei. Atme ein, richte dich auf. Kreis die Schultern zurück. Und von hier leg dich wieder flach auf den Rücken zurück. Kipp dein Becken, schieb das Steißbein Richtung Füße, zieh das Schambein Richtung Bauchnabel. Schau, dass der untere Rücken
Kontakt zum Boden hat. Und trotzdem lasse die Knie so weit wie möglich Richtung Boden sinken. Liegt da, bringt er die Arme über den Kopf. Lasst die Arme möglichst auf eure Matte sinken. Schultern sollten Kontakt zum Boden haben. Kinn zieht Richtung Hals. Hier, obwohl du den unteren Rücken in die Matte hineinschiebst, lässt du die Knie so weit wie möglich Richtung Boden sinken. Bring die Ellenbogen zur Seite, setz die eng am Körper auf, schieb dich mit geradem Rücken nach oben, beide Beine lang nach vorne ins Dandasana Startposition. Okay, weiter geht's. Und zwar die nächste Runde, wenn ihr könnt, wenn ihr eine Wand hinter euch habt, bringt die Matte an die Wand dran. Habt ihr keine Wand, gehen die nächsten Übungen genauso gut ohne Wand. Wichtig ist, vorne an den Mattenrand, zwei Klötze rechts, links. So, und dann da, wo eure Knie sind, gerade diejenigen, die empfindliche Knie haben, legt von Anfang an eine Decke so bereit, dass wenn du die Knie zum Boden sinken lässt, die Knie auf der Decke landen. Nochmal wichtig, die Decke muss so positioniert sein, dass die Füße auf deiner Matte sind, also nicht auf der Decke, aber die Knie, wenn sie runterkommen, auf der Decke landen. So, habt ihr das? Bring die Hände nach vorne, setz die Hände schulterbreit auf, Zeigefinger sind die Verlängerung von der Arminnenseite und schieb dich von hier in den Hund, der nach unten schaut. Wenn du an der Wand bist, kannst du deine Füße an die Wand ranbringen, sodass die Zehenballen, die Fersen Kontakt zur Wand haben. Hast du keine Wand, dann ganz normaler Hund, der nach unten schaut. So, ihr schiebt euch mit dem Gesäß so weit wie möglich nach oben. Streckt die Arme, streckt die Beine. Um die maximale Länge in die Arme und in die Beine zu bringen. Und indem ihr mit dem Becken Richtung Hohlkreuz zieht, bringt ihr auch die maximale Länge in den Rücken hinein. Okay, von hier schauen wir einmal, dass wir den richtigen Abstand zwischen Händen und Füßen haben. Das heißt, wenn ihr in die Planke kommt, sollten die Hände direkt unter der Schulter sein. So, schiebt euch, wenn ihr die Hände richtig positioniert habt, in den Hund, der nach unten schaut, zurück. Und jetzt hol deinen rechten Fuß von außen neben deine rechte Hand. Rechter Fuß von außen neben die rechte Hand. So, hattest du einen guten Abstand zwischen deinen Händen und deinen Füßen, heißt das, dein vorderes Bein hat jetzt einen 90-Grad-Winkel, während dein hinteres Knie gestreckt und gehoben ist. So, prinzipiell sollten beide Füße jeweils einen Hüftbreitenabstand haben. Schwangerenoption wäre, du bringst das hintere Knie in dieser Position wieder zum Boden, lässt es unten auf der Matte liegen. Und diejenigen, die nicht schwanger sind, die können sich langsam vorsichtig aufrichten. Haken jetzt die Daumen ineinander. Das heißt, schau, welches Daumen dein oberer ist. Die sind behakt, alle anderen Finger sind gleichmäßig gestreckt und gespreizt. Das Ganze hinter deinem Rücken, Daumen ineinander, Finger strecken, spreizen. Außenseiten der Oberarme dreht er wieder zurück. So, und jetzt beugt dein vorderes Bein und gleichzeitig streckt dein hinteres Bein. Bring den Oberkörper in Verlängerung zu deinem hinteren Bein. Leg dich nicht mit dem Bauch auf dem Oberschenkel ab. Ja,
Ah, der Oberkörper muss sich selber halten. Letzten zwei Atemzüge hier. Vorne beugen, hinten strecken, Arme strecken, heben. Dann löst die Hände. Setz die Hände wieder an die Innenseite von deinem rechten Fuß. Und von hier bring dein hinteres Knie auf die Matte. Jetzt alle. So. Komm Richtung Unterarme. Das heißt, im Optimalfall können deine Unterarme direkt auf den Boden ablegen. Sollte das nicht gehen oder zu schwierig sein, nimm dir Klötze, so viel wie nötig, und bau die so auf, dass du wirklich mit beiden Unterarmen Kontakt zum Boden oder zum Klotz herstellen kannst. So, und seid ihr in dieser Position angekommen, beobachte, was macht dein rechter Fuß. Dein rechter Fuß braucht Druck auf der Innenseite, sodass du den rechten Oberschenkel nah an deine rechte Flanke holst. Dein Kopf ist über Herzhöhe. So, für diejenigen, die sagen, ganz einfach, da geht deutlich mehr, streck und heb das hintere Knie und halte. Letzten drei Atemzüge hier. Sind eure letzten drei Atemzüge in dieser Position vorbei. Schieb dich auf die Hände zurück und steig zurück in den Hund, der nach unten schaut. So, Gesäß schiebt er wieder nach oben. Füße entweder mit den Fersen nach unten oder an die Wand dran. Die Arme strecken sich und indem ihr das Becken Richtung Hohlkreuz zieht, streckt ihr euch im Rücken. So, dann von hier hol deinen linken Fuß von außen neben deine linke Hand. So, beug das vordere Bein wieder auf 90 Grad, während dein hinteres Knie gestreckt und gehoben ist. Wer auf der einen Seite die schwangeren Variante gemacht hat, macht die auf der anderen Seite auch. Hast du sie nicht gemacht, lass das Knie in der Luft, drück dich nach oben. Hack die Daumen jetzt auf die andere Art und Weise hinter deinem Rücken ein. Trotzdem streck die Arme, heb die Arme, spreiz die Finger, Brust raus. So, und jetzt von hier beugt das vordere Bein wieder auf diese 90 Grad. Lass das hintere Knie gestreckt und gehoben. Und bring den Oberkörper in Verlängerung zu deinem hinteren Bein. Aber leg dich nicht hier ab. Ja, du hebst das Brustbein an. Schulterblätter ziehen zueinander. Letzten drei Atemzüge hier. So, sind die letzten drei Atemzüge vorbei. Löst die Hände, setz sie an die Innenseite von deinem linken Fuß. Lass das rechte Knie Richtung Boden sinken. Und komm möglichst auf dieselbe Höhe wie gerade eben. Also hattest du Klötze, benutze die Klötze wieder auf dieselbe Art und Weise. Hattest du keine Klötze, bring die Unterarme auf den Boden. Gib Druck in den linken Kruszeball, so damit der linke Oberschenkel nah an deiner Flanke bleibt. Kopf und Schultern hebst du, so dass die über Herzhöhe sind. Und auch hier, wer auf der einen Seite das hintere Knie gehoben hatte, hebt das jetzt auch. Streck, hebt das hintere Knie. Letzten drei Atemzüge hier. Sind die vorbei, drück dich auf die Hände zurück und steig zurück in den Hund, der nach unten schaut. Gesäß schiebt er wieder nach oben. Streckt die Arme, streckt die Beine, streckt euch im Rücken.
Fuß zwischen die Hände. Rechter Fuß zwischen die Hände. Großer Schritt nach vorne. Lass das linke Knie Richtung Boden sinken. So, und jetzt ganz wichtig, die Hüfte bleibt nach vorne geschoben. Das heißt, der hintere Oberschenkel ist jetzt nicht senkrecht zum Boden ausgerichtet, sondern schräg nach vorne. Wenn du es brauchst, eventuell stützt dich hier mit deiner rechten Hand auf den Klotz ab. Aber prinzipiell schau erstmal, dass dein rechter Fuß und dein linkes Knie einen hüftbreiten Abstand haben, weil dadurch steht ihr ein bisschen stabiler. So, von hier beugt das hintere Bein möglichst schnell und fasst mit deiner linken Hand an deinen linken Fußrücken. Geht das nicht? Die Alternative wäre, du lässt das Bein, wie es ist. Oder du stellst dein linkes Knie in die Ecke. So, deine Hüfte sollte sich, egal welche Variante du machst, nach vorne drehen. Dein unterer Rücken sollte in dieser Position gegen das Hohlkreuz arbeiten. Und wenn das möglich ist, bringst du die zweite Hand mit an den hinteren Fuß und ziehst dich mit dem oberen Rücken in so eine leichte Rückwärtsbeuge rein. Ja, unten das Becken arbeitet gegen das Hohlkreuz, oben der Rücken könnte in eine Rückwärtsbeuge reinkommen. Letzten drei Atemzüge hier. Sind die letzten drei Atemzüge vorbei. Löse dich vorsichtig mit deinen Händen von deinem Fuß. Setz die Hände wieder rechts, links neben den vorderen Fuß und steig von hier zurück in den Hund, der nach unten schaut. Streckt euch. So, dann hol deinen linken Fuß in einem großen Schritt zwischen deine Hände. Beug vorne das Bein wieder auf 90 Grad, während das hintere Knie gestreckt und gehoben ist. Das ist der Abstand, den du zwischen deinen Füßen brauchst. Von hier bring dein rechtes Knie auf die Matte. Schau, dass rechtes Knie und linker Fuß einen hüftbreiten Abstand haben. Richte dich auf mit deinem Oberkörper. Pass mit deiner rechten Hand nach hinten zurück, beug dein rechtes Bein, pass deinen rechten Fuß am Fußrücken. Zieh die Ferse Richtung Gesäß. So, und steht ihr hier mit dem hinteren Oberschenkel, also jetzt in dem Fall mit dem rechten Oberschenkel, nicht, also ist, habt ihr die Hüfte nach vorne geschoben, ist der nicht senkrecht zum Boden ausgerichtet, steht ihr auch im Augenblick nicht auf der Kniescheibe. Das ist die erste Runde. Dreh dich mit deiner Hüfte nach vorne und wenn es möglich ist, bring hier die zweite Hand mit nach hinten, um dich besser nach vorne auszurichten. Jetzt schau, dass dein unterer Rücken gegen das Hohlkreuz arbeitet und oben im Rücken kannst du dich in der Rückwärtsbeuge reinziehen. Hüfte, Wasser nach vorne geschoben. Letzten drei Atemzüge hier. Und sind die letzten drei Atemzüge vorbei. Löse deine Hände. Stell dein hinteres Bein wieder auf. Hände rechts, links neben dem vorderen Fuß und steigt zurück in den Hund, der nach unten schaut. Streckt euch. Arme lang, Beine lang, Rücken lang. So, von hier lauf mit den Füßen nach vorne zu den Händen. Stell die Füße hüftbreit auf. Wenn du es brauchst, lass die Hände am Boden oder an den Schienbeinen. Wichtig ist, dass die Knie gestreckt sind. Und wenn du keinen
Gewicht an deinen Beinen auf. Kopf lässt du sinken. Deine Beine sind gestreckt. Ihr schaut, dass ihr das Gewicht in den Füßen gleichmäßig verteilt. Also sowohl die Ferse als auch die Brust, die Beine haben gut Kontakt zum Boden. Von hier aus rollt euch langsam vorsichtig nach oben auf. Schließt die Füße erstmal ins Tadasana, Bergposition. Gut. So, weiter geht's. Wir kommen wieder Richtung Boden. Jetzt brauchen alle definitiv eine Matte und eventuell bringst du deine Matte so ein ganz kleines bisschen hinten um die Wand drumherum, dass das gut gepolstert ist. Den Gurt bringt ihr so nah zueinander, also ihr macht die Schlaufe vom Gurt so klein, dass die Schulterbreite geöffnet ist, die Schlaufe vom Gurt. Das heißt, komme ich mit den Armen durch die Schlaufe vom Gurt, kann ich die Arme nicht breiter als Schulterbreite öffnen. Der Gurt prinzipiell ist kurz oberhalb vom Ellenbogen. Das heißt, wenn ich die Arme beuge, kann ich die Ellenbogen nicht auseinanderziehen, aber ich kann die Arme trotzdem noch gut beugen. Der Klotz kommt gleich an die Handballen, an die Fingerballen. Hier ist wichtig, dass zum Schluss nicht das passiert, weil wir wollen die Handballen auseinanderschieben. Und wenn es eng hinten am Rücken wird, legt ihr zum Schluss die Hände mit den Handrücken an die Wand und mit den Handflächen zur Mitte. Schaut, dass die Decke weg von eurer Matte ist. Und jetzt erstmal ganz kurz, bevor ihr mitmacht, zu mir schauen. Und zwar, ich laufe mit meinen Ellenbogen ganz nach hinten, Richtung Wand. Die haben Kontakt zur Wand, das heißt, die Unterarme Klotz liegt an der Wand dran. Die Füße stelle ich auf, ich hebe das Gesäß, laufe so nah wie ich kann mit den Füßen Richtung Wand. Und hier zum Schluss ist nicht wichtig, dass du die Knie streckst, sondern lieber ist mir, du läufst näher ran und hebst dein Gesäß und lässt die Knie ein bisschen gebeugt. Handrücken habe ich jetzt, wie gesagt, an die Wand rangelegt, weil ansonsten, wenn der Rücken nah zum Klotz kommt, quetscht hier meine Hände. Okay, auf geht's. Klotz an die Handballen. Dann bring deine Ellenbogen Richtung Wand, indem du rechts, links an die Wand ranläufst. Dann sollten deine Unterarme, deinen Klotz, Kontakt zur Wand haben. Füße stellst du auf. Die Knie löst du vom Boden. Und du läufst mit deinen Füßen so nah wie du kannst zur Wand ran. Denk dran, zum Schluss möchte ich, dass du die Beine eher gebeugt als gestreckt hast und dafür deine Hüfte mehr hebst, so weit wie möglich. So, lauf, lauf, lauf. Heb die Hüfte, schieb die Hüfte Richtung Decke, Richtung Wand. Beug die Beine ganz leicht, um dich länger am Rücken zu machen. So, seid ihr in dieser Position drin, solltet ihr gut was an euren Trizeps, Oberarm, Rückseiten spüren. Bis über die Schulter. Der Kopf hat keinen Kontakt zum Boden, der ist frei. Letzten drei Atemzüge hier. So, dann sind deine letzten drei Atemzüge vorbei. Lauf mit den Füßen zurück. Bring die Knie zurück auf die Matte. Lass das Gesäß Richtung Fersen sinken. Bleib einmal ganz kurz hier liegen. Beobachte, wo du das jetzt im Nachgang spürst. So, weil es so schön war. Eine Runde mehr. Ellenbogen kommen wieder Richtung Wand. Füße stell da auf. Du hebst das Gesäß, hebst die Hüfte und schiebst dich so weit wie du kannst mit deinem Gesäß zur Wand hin. Haltet, spür den Zug an deinem Oberarm, Trizeps.
deine Ellbogen sind hinten in der Ecke. Du spürst, wie die Unterarme Kontakt zum Boden haben, zur Wand. Dann beobachte, je näher du mit deinen Füßen zur Wand läufst und je mehr du deine Hüfte hebst, umso intensiver wird die Streckung an deinen Trizeps. Letzten drei Atemzüge hier. Und sind deine letzten drei Atemzüge in dieser Position vorbei. Lauf vorsichtig zurück. Bring die Knie auf die Matte. Roll dich in die Kindsposition ein. Das heißt, du kannst deine Schlaufe vom Board, deinen Klotz wegnehmen von den Armen. Und bist hier nach vorne eingerollt. Lass deine Schultern, deine Arme Richtung Boden sinken. Okay, wenn ihr wieder soweit seid, drückt ihr euch nach oben zurück in den Sitz und wir kommen zurück ins Dandasana, Startposition. So, von hier haben wir heute eine nicht ganz leichte Übung. Also das heißt, gerade diejenigen, die mich noch nicht kennen, die das noch nicht so oft mitgemacht haben, nutzt die Alternativen, macht vielleicht nicht gleich die volle Variante. Genauso für diejenigen, die viel Stress mit dem Knie haben oder mit der Hüfte haben, nutzt die leichte Variante. Eine ganz, ganz leichte Variante hier ist, du bringst deinen rechten Fuß mit der Fußsohle an den linken Oberschenkel. Prinzipiell, egal was ihr machen solltet, ihr immer aufrecht sitzen können. Ja, das heißt, wenn du hier nicht aufrecht sitzen kannst, brauchst du Höhe unterm Gesäß, so dass du dich im Rücken strecken kannst. Das wäre die ganz leichte Variante. Ein bisschen schwieriger wird es, wenn du mit deinem rechten Fuß über deinen linken Fuß drüber steigst und jetzt deinen rechten Fuß zu deiner linken Hüfte bringst. Dann sollten die Knie mittig zum Becken übereinander ausgerichtet sein. Das wäre die mittlere Variante. Und wer die ganz schwierige Variante kann und machen möchte, der bringt jetzt gleichzeitig seinen linken Fuß zu seiner rechten Hüfte. Das heißt, ich verlagere das Gewicht einmal nach links, beug mein linkes Bein ein, leg das Knie in einem Spitzenwinkel nach vorne ab und bevor ich mich zurücksetze, drehe ich meine linke Wade noch so ganz leicht nach rechts außen. So, wenn ich sitze, wichtig ist, ich sitze nicht auf meinen Füßen. Also der linke Fuß muss so weit nach vorne, dass mein rechtes Sitzbeinhöcker auf den Boden kommt. Dann, beide Knie sind wie gesagt übereinander ausgerichtet, in einem spitzen Winkel jeweils nach vorne. So, wenn jetzt jemand hier nicht mit dem rechten Sitzbeinhöcker auf den Boden kommt, bring ein bisschen Höhe unter das Gesäß, unter beide Gesäßhälften, das macht es auch nochmal ein bisschen leichter. Also wenn das eine zu leicht und das andere zu schwierig ist, arbeite mit Höhe unter dem Gesäß, um gerade sitzen zu können. Das Becken sollte immer parallel zum Boden ausgerichtet sein. So, dann, wenn du nicht sicher bist, ob du den Gurt brauchst oder nicht, legst du den im Augenblick über deine linke Schulter. Deine rechte Hand kommt in die rechte Seite. Handrücken zeigt nach vorne. Du bringst den rechten Handrücken auf den Rücken. Eventuell kannst du dir den Arm noch ein kleines bisschen nach innen ziehen, um die Hand weiter nach oben zu den Schulterblättern zu schieben. Linke Hand nach vorne, Handfläche zeigt zur Decke. Und den Arm hebst du, beugst du und stellst eine Verbindung zu deiner rechten Hand her. So, könnt ihr das nicht direkt mit der Hand machen, dann ist die Aufgabe, die Hände an den Gurt zu bringen. Also ihr fasst jeweils oben und unten den Gurt. Wenn du kannst, verbindest du natürlich direkt deine Hände. So, jetzt schau nochmal. Dein linker Arm dreht nach vorne, der zieht Richtung Ohr. Und der Ellbogen zieht zur Decke, sodass die Achselhöhle sich öffnet. Dein rechter Arm dreht mit der Außenseite nach hinten und der rechte Ellenbogen zieht nach unten.
für diejenigen, wo mehr geht, kipp Stück für Stück nach vorne, versuch aber lang im Rücken zu bleiben. Ja, die Drehbewegung kommt aus deiner Hüfte heraus. Das ist das Gomukh Asana, die Kuhposition. So. Alles bleibt wie es ist. Du löst nur deine Hände. Setz die Hände mal vor dir auf und kommst eventuell noch ein kleines bisschen tiefer in die Vorwärtsneigung hinein. Bleib aber lang im Rücken. Letzten drei Atemzüge hier. So, dann sind die letzten drei Atemzüge in dieser Position vorbei. Komm vorsichtig raus. Heb erstmal vorsichtig dein oberes Bein raus, dein unteres Bein raus. Schieb beide Beine lang nach vorne ins Dandasana. Richtet euch auf. Streckt die Beine, streckt die Wirbelsäule. So, und von hier aus wechseln wir zur zweiten Seite. Da ist wichtig, diese Variante, die du auf der ersten Seite gemacht hast, machst du auch auf der zweiten Seite. Also entweder Fuß an die Oberschenkelinnenseite oder mit dem linken Fuß über das rechte Bein drüber steigen, dann den linken Fuß zur rechten Hüfte schieben. Und wenn du die volle Variante gemacht hast, bringst du jetzt noch deinen rechten Fuß zu deiner linken Hüfte. Du beugst das Knie in einem spitzen Winkel, drehst die rechte Wade nach links, bringst beide Sitzbeinhöcker zum Boden zurück, schaust, dass deine Knie möglichst mittig übereinander nach vorne ausgerichtet sind. Und eventuell, wenn du sagst, du hast wieder keinen guten Kontakt mit beiden Sitzbeinhöckern zum Boden, dann ein bisschen höher um das Gesäß, das macht es leichter. So, hier ist dein linkes Bein oben, das heißt, der linke Arm kommt nach unten. Falls ihr nicht sicher seid mit dem Gurt, muss der jetzt über die rechte Schulter. So, linke Hand mit dem Handrücken nach vorne. Du bringst den Handrücken auf deinen Rücken, legst die Hand zwischen deinen Schulterblättern ab, holst dir den Arm eventuell noch ein kleines bisschen nach innen und nach oben, rechte Hand nach vorne, Handfläche zeigt zur Decke, dann heb den Arm, beug den Arm, stell mit oder ohne Gurt eine Verbindung zwischen deinen Händen hinter deinem Rücken her. Hier dreh deinen rechten Oberarm erstmal nach vorne, sodass der Arm Richtung Ohr zieht. Dann heb den Ellenbogen an, sodass die Achselhöhle sich öffnet. Dreh die Außenseite von deinem linken Arm zurück. Dort ziehst du den Ellenbogen nach unten. Und jetzt kippst du, wenn das möglich ist, mit langem geraden Rücken nach vorne. Da ist nicht wichtig, dass du weit nach vorne kommst, sondern dass der Rücken lang bleibt. Brustwirbelsäule muss nach vorne schieben. Ja, geht das nicht, dann bleibst du aufrecht sitzen. Drei Atemzüge mehr in dieser Position. Sind die drei Atemzüge in dieser Position vorbei. Löst die Arme, setzt die Hände rechts, links neben euch ab und komm eventuell noch ein kleines bisschen mehr in die Vorwärtsneigung hinein. Drei Atemzüge hier. Und sind die letzten drei Atemzüge vorbei? Richtig.
richte dich vorsichtig auf, atme ein, löst dein oberes Bein, löst dein unteres Bein, schieb beide Beine lang nach vorne ins Dandasana, streckt euch. So, streckt die Beine, streckt die Wirbelsäule, macht euch groß, stolz. So, und wir haben eine letzte Übung hier. Dafür legen wir uns auf den Rücken zurück. Wer sie nicht kennt, schaut erstmal ganz kurz zu. Wenn ihr auf dem Rücken liegt, schaut, dass ihr genügend Platz nach oben habt, dass ihr die Arme nochmal lang nach oben bringen könnt. So, Füße da zum Gesäß. Gesäß weit nach rechts ablegen, sodass das außermittig ist. Ihr überschlagt mit dem rechten Bein das linke Bein. Wenn das kein Stress im Knie verursacht, kommt der rechte Fuß unter der linken Wade durch. Beide Knie fallen nach links. Die linke Hand erdet die Knie und die rechte Hand legen wir schräg nach oben Richtung Wand ab oder Richtung oberen Mattenrand. Und von hier so weit wie möglich lasst ihr mit jeder Ausatmung den Arm, die Schulter Richtung Boden sinken. Also für die, die noch nicht mitgemacht haben, ihr liegt auf dem Rücken, habt Platz nach oben, eure Füße sind nah ans Gesäß gestellt. Dann hebt das Gesäß weit nach rechts, legt das am rechten Mattenrand ab, überschlagt mit dem rechten Bein dein linkes Bein, wenn das möglich ist, Kegel ein, den Fuß. Jetzt lasst beide Knie nach links fallen. Die linke Hand erdet die Knie und die rechte Hand dreht nach schräg rechts oben zurück. Also ihr lasst so weit wie möglich die Schulter, den Arm Richtung Boden sinken. Jede Ausatmung sinkst du tiefer mit den Armen deine Matte hinein oder Richtung Matte, sodass du spürst, dass die Drehbewegung sich verstärkt, aber auch die Schulter- und Brustkorböffnung sich verstärkt. Letzten drei Atemzüge hier. Sind die vorbei? Hol erstmal deinen rechten Arm zur Mitte zurück, dann beide Beine zur Mitte zurück. Löse die Verschränkung der Beine. Heb das Gesäß in die Mitte, zieh mal beide Knie nahe zum Körper ran, Richtung Brust. Schieb dir den unteren Rücken in die Matte hinein. Hier stell die Füße wieder auf, heb dein Gesäß weit nach links, überschlag mit deinem linken Bein dein rechtes Bein, wenn du kannst, drehe den Fuß ein. Lass beide Knie nah am Rumpf zur rechten Seite fallen, die rechte Hand erdet die Knie und die linke Hand dreht nach schräg links oben zurück. Hol deinen Arm nach schräg oben raus, dreh, zieh deine Schulter weg vom Ohr. Dein Kinn ziehst du Richtung Hals, sodass der Nacken sich streckt. So, dann mit jeder Ausatmung lass den Arm die Schulter mehr Richtung Boden sinken, dass die Drehbewegung sich verstärkt und die Schulteröffnung sich verstärkt. Letzten zwei Atemzüge hier. Da sind wir vorbei. Bring den Arm vorsichtig zur Mitte zurück. Beide Beine.
Beine vorsichtig zur Mitte zurück, löst die Verschränkung der Beine, hebt dein Gesäß zur Mitte, zieht nochmal beide Knie nahe zum Brustkorb hin, schiebt euch den unteren Rücken in die Matte hinein, so, und dann legt entweder die Beine lang auf dem Boden ab, lasst die Füße locker nach außen fallen, oder wenn du Stress mit dem unteren Rücken in dieser Position hast, schnapp dir zwei Klötze, leg die jeweils unter deine Oberschenkel. Hände legt ihr so 20 bis 30 cm neben die Hüfte, Handfläche zeigt zur Decke. Eure letzte Aufgabe ist nachzuspüren, wo arbeitet euer Körper jetzt, wo ist er aufgewühlt. Und genau die Stellen, die jetzt nacharbeiten, die lasst ihr ganz bewusst Richtung Boden sinken, sodass die Spannung aus eurem Körper herausfließt. Und ihr mit jeder Ausatmung tiefer in die Matte hineinsinkt. Mit der Aufmerksamkeit in den Raum zurück. Bewegt die Finger, die Füße, kreist die Hand und die Fußgelenke, beugt die Arme ein, streckt die Arme aus, recht und streckt euch, zieht euch lang. Wenn ihr möchtet, zieht die Knie nochmal auf die Brust drauf. Sondern klitzekleiner Schwung in den Sitz oder über rechts in den Sitz drehen. So, ich bedanke mich, dass ihr mitgemacht habt zu unserer heutigen Yogastunde. Für die, die zu Hause selbstständig üben, viel Spaß. Namaste.